Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tobsen, und willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar gab's das auf meinem Kanal noch nicht. 10 Fakten über mich. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. So, dann kommen wir auch schon mal zum allerersten Fakt. Und zwar dreht es sich da um das Thema YouTube und um mich. Und zwar habe ich auf meiner Kamera bestimmt für jeden Tag, nehme ich Vlogs auf, jeden Tag filme ich irgendwas, aber leider ist meistens so wenig Inhalt da drin, beziehungsweise vergesse ich dann einfach den Vlog fertig mitzumachen, dass ich es mehr oder weniger für unnötig befinde, fast den Vlog irgendwann die Tage danach noch fertig zu machen und lade ihn dann einfach nicht hoch. Stundenlanges Material einfach nicht hochgeladen. Yo, fucking ernst. Aber das passiert mir immer wieder. Dass ich es einfach vergesse. Ich vergesse einfach. Naja, kommen wir auch schon zum nächsten Fakt. So, und der nächste Fakt betrifft das Vloggen draußen. Und zwar, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin. Die regen sich schon manchmal auf, ne? Weil überall, wo ich bin, ist natürlich meine Kamera am Start. Dann stehe ich da so. Lalalala, bin da am Vloggen, keine Ahnung. Und halt jedem die Kamera in die Fresse. Manchmal regen sich die Leute natürlich drüber auf. Ich stehe überall mit einer Kamera. Egal wo ich hingehe, ob ich arbeiten gehe, ob ich zu Freunden gehe, ob ich ins Kino gehe oder auf eine Party. Die Kamera ist immer mit dabei. So, dann kommen wir auch schon zum dritten Fakt. Ja, ich habe richtig gesagt, dritten Fakt. Zum dritten. Ja, und zwar betrifft das die Streams, die ich immer mache. Und zwar bin ich ja eigentlich kaum vorbereitet. Ich mache den Rechner an. Sag, um die und die Uhrzeit will ich streamen, 10 Minuten vorher, meist kommt der Stream so 5 Minuten später oder 10 Minuten später, weil ich überhaupt nichts vorbereite. Ich schmeiß den Rechner an, da muss ich noch alles einstellen, hier das einfügen, Spiel, alles drum und dran, aber meistens mache ich das viel zu spät. Und deswegen kommen die Streams, vielen ist aufgefallen, auch immer deutlich zu spät. Naja, was will man machen, kommen wir auch schon zum vierten Fakt. So, der vierte Fakt ist diesmal einer, den kennen viele über mich. Und zwar trinke ich ja sehr, sehr viel Kaffee. Und das sind teilweise bis zu 2 Liter am Tag. Also ich trinke gerade einen Kaffee, die Tasse ist leer, zack, einfach mal weggekippt, ne? Und dann mache ich mich schon den nächsten Kaffee. Ihr seht es ja teilweise in den Vlogs, da ich in einem Vlog 2, 3, 4 Mal Kaffee mache. Und das ist höchst die Hälfte oder ein Viertel von dem, was ich eigentlich trinke. So, kommen wir auch schon zum fünften Fakt. So, kommen wir auch schon zum fünften Fakt, und zwar sammle ich leidenschaftlich Schallplatten von Künstlern, die jetzt noch Schallplatten zu ihren Alben rausbringen. Und zwar habe ich hier mal eine, da könnt ihr das sehen, von Echo Fresh, sehr geiler Rapper. Und wer hat heutzutage noch Schallplatten, gerade in meinem Alter? Aber der Sound ist mega nice und ich sammle die, ne? Das ist so, und da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum sechsten Fakt. Also wer jetzt erwartet, dass ich Schallplatten sammle, ne? Ah, ich weiß es nicht. Aber egal, kommen wir schon zum sechsten. So, kommen wir schon zum sechsten, und das mehr oder weniger ein Funfact, weil die meistens vielleicht auch schon wissen, ich bin 21 Jahre alt. So, und dann kommen wir auch schon zum siebten. Diesmal war es ein etwas kürzerer, egal. Zum siebten, zack, bah. So, kommen wir schon zum achten Fakt, und der betrifft die Musik, die ich höre. Und zwar höre ich eigentlich alles. Ich höre Rock, ich höre Hip-Hop, aber zumindest größter Hip-Hop. Zumindest ist das Einzige, wo ich mich irgendwie ein bisschen mit identifizieren kann. Naja, aber egal. Ich höre Rock, ich höre Techno, ich höre alles. So, kommen wir auch schon zum neunten Fakt. Fuck. So, und der neunte Fakt betrifft diesmal meine Klamotten. Und zwar habe ich teilweise ein T-Shirt bestimmt 5 oder 7 Mal, um es einfach jeden Tag anziehen zu können. Ist ein bisschen bekloppt, ich weiß das. Aber wenn man ein Lieblings-T-Shirt hat, ne, wäre es doch eigentlich geil. Manchmal kommt es komisch, ne, weil ich denke, oh, schon wieder das gleiche T-Shirt. Nee, ist es nicht. Manchmal kommt es komisch. Aber ich habe mir extra teilweise ein T-Shirt 5 oder 7 Mal geholt, um es eigentlich jeden Tag, wenn ich Bock drauf habe, weil es mein Lieblings-T-Shirt ist, anzuziehen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum 10. und letzten Fakt über Tobsen. Ach, was ich noch dazwischen sagen wollte, abonnieren und liken nicht vergessen. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ich noch so rausbringen soll, ne? Schreibt es mal so raus, bevor der 10. Fakt kommt. Jo! Da würde ich sagen, kommen wir auch schon zum 10. Fakt. Und zwar habe ich hier einen Gerstenkorn. Naja, das ist echt ein guter Fakt. Jo, wahrscheinlich. Ja, mein. Nein, kommen wir auch schon zum 10. und letzten Fakt. Und zwar
sind verkackt. So, kommen wir schon zum 10. und letzten Fakt. Und zwar ist mein Zimmer hier, beziehungsweise das Zimmer, wo ich hier gerade drin stehe, ist eigentlich nur für YouTube. Das ist eigentlich nur für YouTube. Ihr seht es ja hier bei einem Event und was auch immer. Hier ist ja alles ausgekleidet, alles gedämmt, damit es nicht so halt, der Rechner ist nur für YouTube geholt. Die PlayStation, obwohl ich sie nie benutze für YouTube, ist eine auch nur für YouTube geholt. Genauso wie die Bildschirme, eigentlich hätte ich das nicht gebraucht. Aber da ich Bock hatte, YouTube-Videos zu machen, auch die ganzen Kameras, hätte ich sonst nicht gebraucht, weil ich kein YouTube mache. Habe ich alles nur für YouTube geholt und habe 200 Abonnenten, ja moin, egal. Weil ich im Endeffekt meine Videos immer noch leidenschaftlich, weil ich Bock drauf habe. Und deswegen habe ich dann... Deswegen habe ich dafür natürlich auch recht viel Geld, sag ich mal, ausgegeben, weil ich einfach Bock drauf habe, recht anständige Videos zu machen und einfach Bock drauf habe, zu gamen, zu streamen. Ein paar Leuten gefällt das und deswegen habe ich mir die ganze Scheiße, sag ich mal, geholt. Nein, ja, Scheiße ist es nicht, aber deswegen habe ich mir jetzt alles geholt. Da würde ich sagen, war es das auch von diesem Faktenvideo. Faktenvideo, ja. So Leute, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, ein Abo kostet nichts. Und dann würde ich mal sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, das war wieder euer Dobsen und tschüss.